bedurfte nur einer einzigen Albumveröffentlichung, um dem Namen Holly Johnson mehr Gewicht zu verleihen, als der Band Frankie Goes to Hollywood jemals zukam. Mit der 1989 erschienenen LP Blast bewies der Prophet der verdrängten Lust, wie ihn ein Kritiker einmal euphorisch bezeichnete, dass er auch ohne die Herren Rutherford, Gil, O'Toole und Nash kein Rohrkrepierer ist. Dennoch bleibt der Name Holly Johnson untrennbar mit der Liverpooler Kultband Frankie Goes to Hollywood verbunden, die Mitte der 80er Jahre weltweit für Schlagzeilen sorgte. Holly Johnson, der exzentrische schwule Rockstar, der Verfechter von Starruhm und Personenkult. Nach längerer Musikabstinenz kehrt der Liberace der Popmusik mit seiner neuen Single Legendary Children nun wieder ins Rampenlicht zurück. Holly Johnson, eine Karriere zwischen Exzess und Skandal. Holly Johnson, geboren am 2. Februar 1960 in Liverpool, ab 1977 Mitglied der New Wave Band Big in Japan, gründet 1980 die Band Frankie Goes to Hollywood, 1984 der erste Welthit Relax, gefolgt von Two Tribes und The Power of Love, ab 1987 Solo-Karriere, erfährt 1991, dass er HIV-positiv ist. Trotzdem kannst du dasselbe Klo wie ich benutzen, ohne AIDS davon zu bekommen. Am Anfang war Stille. Dann kam Relax und die Welt, wie wir sie kannten, existierte nicht mehr. Der anzügliche Song mit dem hämmernden Rhythmus hatte die Durchschlagskraft eines Maschinengewehrs und katapultierte Frankie Goes to Hollywood in die unendlichen Weiten des Popfirmaments. Wir wollen ganz einfach die größte Band der Welt werden. Relax, genialer Schwindel oder künstlerisch wertvoll? Musik ist selten künstlerisch. Relax gefiel jedem, vom hysterischen Teenager bis zum gelangweilten Yuppie. Die Leute kauften Relax, weil es das gewisse Etwas hatte. Binnen kürzester Zeit avancierte der eindeutig zweideutige Song zum weltweiten Smash-Hit und Frankie Goes to Hollywood zur hipsten Band der 80er Jahre. Es hatte wohl den gleichen Effekt wie God Save the Queen für die Sex Pistols. Obwohl es ein Nummer 1-Hit war, wurde es von der BBC nicht gespielt. In dieser Hinsicht unterschieden wir uns gar nicht so sehr von den Sex Pistols. Die Leute nahmen an unserem Image Anstoß. Schwule, jugendliche Rebellen, die Sexualität unverblümt zur Schau stellen, das stieß vielen Leuten im Magen auf. People's imaginations. Frankie Goes to Hollywood, die lederbekleidete Vorhut einer neuen Modernität. Das konnte im konservativen Großbritannien nicht gut gehen. Der Skandal war vorprogrammiert. Sure. Good on Frankie. Es lag nie in meiner Absicht, irgendjemanden zu schockieren. Wir wollten mit unserer Musik ehrlich sein, aber doch niemanden schockieren. Die BBC war anderer Meinung und legte das Banner der Zensur über Single und Video. Wir haben coole Sachen gemacht, zu denen wir auch stehen. Aber viele Leute hatten da scheinbar eine andere Auffassung. Vielleicht hatten Frankie ihre Botschaft nicht subtil genug ausgedrückt. Vielleicht war es aber auch ihre unverblümte Homosexualität. Für die Regenbogenpresse war Frankie Goes to Hollywood jedenfalls ein gefundenes Fressen. Die Presse kotzt mich schon schön langsam an. Die Skandalreporter kamen, sahen und schrieben. Wenn sie sich in irgendjemanden festgebissen haben, lassen sie ihn nicht mehr los. Dann werfen sie ihn sofort in eine Schublade und lassen ihn nicht mehr heraus. Aber leider haben diese Geschichten nur in den seltensten Fällen etwas mit der Wahrheit zu tun. Frankie Goes to Hollywood wurde zur Skandalband hochstilisiert. Meistens sind es negative Stories, die sie bei uns verbreiten. Klatschgeschichten, erfundene Skandale, selten die Wahrheit. Für eine gewisse Zeit schien es so, als könnten Frankie Goes to Hollywood mit allem fertig werden. Als könnte sie nichts aus ihrer Umlaufbahn werfen, als stünden sie über den Dingen, unerreichbar und unantastbar. It
So alle drei, vier Jahre passiert auf dem Gebiet der Musik etwas Aufregendes. Dann stehen neue Leute im Rampenlicht und bringen neuen Schwung in die Szene. Wahrscheinlich werden wir in ein paar Jahren als etablierte Musiker angesehen, die kein Risiko mehr eingehen wollen. Die Musikszene ist ein ewiges Kommen und Gehen. Die Tatsache, dass die Rebellion von Frankie Goes to Hollywood in Wirklichkeit nichts weiter war als ein von ZTT Records gesteuerter Hype, schien niemanden zu stören. Frankie Goes to Hollywood haben allen etwas vorgemacht und in ihrem jugendlichen Übermut den dramatischen Aspekt bei dem, was die Band ausmachte, genossen. Wir waren immer wild auf Spannung und Aufregung und haben vieles erst ein oder zwei Stunden vor einem Auftritt entschieden. And here they are, the fantastic, brilliant Frankie Goes to Hollywood! Das ist der Sam seine Band, das ist der Band. Bla bla bla. Ich glaube, wir wurden als Songwriter ziemlich unterschätzt. Dass wir ein paar tolle Songs geschrieben haben, schien niemanden wirklich zu interessieren. Alles hat sich immer auf unser Image in der Öffentlichkeit konzentriert. Merklich abwärts ging es bereits ein Jahr später, 1985. Um die Kosten für das zweite Frankie Goes to Hollywood-Album Liverpool möglichst niedrig zu halten, produzierte die skandalumwobene Truppe nicht im Studio ihres geistigen Vaters und Mentors Trevor Horn, sondern irgendwo in Holland. ZTT-Chef Trevor Horn reagierte verschnupft und ließ sich dort so gut wie nie blicken. Trevor Horn war sicher einer der besten Produzenten zu dieser Zeit, was zwangsläufig zur Folge hatte, dass unser Talent immer in seinem Schatten stand, aber ich kann mittlerweile damit leben. Our songwriting ability was overshadowed, but you know, that's okay. Die Erfolgsstory des cleveren Trevor Horn liest sich wie ein Roman von Harold Robbins. Nachdem er in den späten 70er Jahren aus dem Nichts aufgetaucht war und in der Band von Tina Charles gespielt hatte, gründete er 1979 mit Jeff Downes das Duo Buggles. Gleich die erste Veröffentlichung, Video Kill the Radio Star, wurde im September 1979 Nummer 1 in den USA und öffnete dem pfiffigen Musiker das Tor zur Welt der Mächtigen und Superreichen in der Musikbranche. Ich möchte eigentlich nur als guter Vater für meine Kinder in Erinnerung bleiben. Nach der zweiten Buggles-LP wechselt Trevor Horn die Fronten und bringt es zu einem der einflussreichsten Produzenten der 80er Jahre, der mit Art of Noise, Propaganda, Grace Jones, ABC und natürlich Frankie Goes to Hollywood einen Hit nach dem anderen landet. Dass er sich trotz der phänomenalen Erfolge seiner Schäfchen stets in Bescheidenheit übte, spricht für ihn. Am Plattencover war mein Name immer kleiner als der der Band und das ist okay. Böse Zungen behaupteten allerdings, im Studio würde er sich wie ein Diktator benehmen. Ich glaube nicht, dass Produzenten einen zu wichtigen Stellenwert einnehmen. Zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Natürlich sind sie wichtig für die Technik und die Arrangements. Jeder Künstler braucht einen Produzenten oder einen Regisseur, auch Frankie. Two Tribes ist sicher einer der besten Platten, die er je gemacht hat. Ein großartiger Song. I think it's brilliant. We have an exclusive report from Frankie. Seine besten Sachen hat er zweifellos mit uns gemacht.
Two Tribes, der zweite Superhit von Frankie Goes to Hollywood, entstand während des Falklandkonflikts und wurde wiederum von einem äußerst umstrittenen Video begleitet. Doubles von Reagan und Chernenko traten im Boxring zum Kampf ohne Regeln an. So etwas hatte man bis dato im Fernsehen noch nicht gesehen. Die Aussage von Two Tribes war keine politische, sondern eine menschliche. Uns ging es weder um links noch um rechts. Wir wollten lediglich darauf hinweisen, dass wir alle Menschen sind und nicht sterben wollen. Wir wollten betonen, dass wir von dieser Art von Politik die Schnauze voll hatten. Andauernd ist man mit Bomben und Kriegen konfrontiert. Von allen Seiten wird man bedroht. Aber wahrscheinlich wollen die Politiker die Menschen einfach nur unterdrücken und deshalb inszenieren sie das alles. Mastermind Trevor Horn wusste, dass mit einer hemmungslosen Sadomaso-Band kein Plattenkrieg zu gewinnen sei. Eine Imagepolitur war dringend nötig. Natürlich spielte auch das Marketing eine große Rolle. Auch da setzte Frankie neue Maßstäbe. Für Imagepflege und Vermarktung zeichnete Trevor Horns Partner bei ZTT Records Paul Morley verantwortlich. Veränderungen, die durch die Popmusik ausgelöst werden können, sind eine ganz private Sache. Der Glaube an die Liebe und an die Macht der Fantasie kann verstärkt werden. Eine Regierung wird man durch eine Schallplatte aber sicher nicht stürzen können. Morley, früher wortgewandter Journalist bei NME, zierte die beiden Frankie-Cover mit bedeutungsschwangeren Texten und trug mit dem von ihm inszenierten Rage Hard-Video wesentlich zum Mythos der schwulen Band mit intellektuellem Anspruch bei. Wir machen das, um die Leute an die Bedeutung der Sprache zu erinnern. Wenn sich die Menschen ihrer Fähigkeit zu sprechen bewusst werden und ihre Sprache auch einsetzen, dann haben sie ein Protestmittel. Zweitens gehört der Text, den man auch als Form betrachten könnte, zum Design. Obwohl es kurze Zeit so aussah, als würden Frankie Goes to Hollywood die Welt verändern, hat sich die alte Weisheit, dass man mit polemischen Popsongs nicht wirklich etwas bewegen kann, bestätigt. Frankie Goes to Hollywood war eine clevere Illusion, eine Chimäre, eine Fata Morgana, in der jeder seine Rolle spielte, Fans wie Musiker.